Hey, willkommen zurück hier auf meinem Channel am wunderschönen Samstag. Der Marius hat mich gefragt, wie man denn als Mann Selbstbewusstsein aufbaut. Danke für diese Frage, Marius, denn das ist ein Thema, über das ich sehr gerne spreche. Und wie du, Marius, und ihr als Zuschauer auch einfach wisst, Selbstbewusstsein hängt ganz stark damit zusammen, wie erfolgreich du mit Frauen wirst. Absolut. Je selbstbewusster du wirst, desto besser wirst du auch bei Frauen ankommen. Warum das so ist und wie du Selbstbewusstsein aufbaust, das erzähle ich dir jetzt. Also Selbstbewusstsein, lass uns das Ganze erstmal definieren, weil ich habe immer das Gefühl, bei Selbstbewusstsein, da scheiden sich die Geister in der Gesellschaft, gibt es komische Definitionen davon. Also einfach mal ganz einfach. Selbstbewusstsein, ja, das Wort erklärt es schon, sich Selbstbewusstsein. Das heißt, du bist dir bewusst über Stärken, Schwächen, über Persönlichkeitsanteile, die du vielleicht nicht so magst. Du bist dir bewusst über deine eigenen Reaktionen, also worauf reagierst du? Und was ich damit meine ist, angenommen, eine Frau nennt dich einen Loser oder eine, du sagst dir, du bist nicht männlich und du reagierst da ganz schnell drauf und sagst, nein, ich bin doch männlich, ich bin ein sehr männlicher Mann, dann ist es eben ein Punkt, wo du reagiert hast. Ja? Und je mehr du diese Sachen kennst, Stärken, Schwächen, deine eigenen Reaktionen, deine eigenen Gedanken, deine eigenen Gefühle, je besser du die kennst und schon beobachtet hast, ja, je mehr Bewusstsein du hast für diese Sachen, desto selbstbewusster bist du eben. Und warum dir das einen enormen Anstieg im Erfolg mit Frauen bringt, ist sehr einfach. Denn Männer, die nicht selbstbewusst sind, die können eben von Frauen an jeder Ecke angetriggert werden. Angetriggert heißt einfach, dass sie angestachelt werden können von Frauen an jeder Ecke. Das heißt, die Frau sagt irgendwas zu dir und du reagierst sofort. Die Frau sagt, hey, du bist doch ein Loser und du bist sofort, nein, das stimmt doch gar nicht, was willst du denn, du Bitch? Und du reagierst sofort auf alles. Wenn du selbstbewusst bist, dann merkst du, oh, da würde ich normalerweise reagieren, weil du dich erkennst, du bist selbstbewusst, aber du reagierst nicht mehr. Du musst nicht mehr reagieren. Und dadurch wirst du enorm anziehen für die Frau. Zusätzlich ist es so, dass wenn du selbstbewusst bist, du viele Anteile von dir selbst schon akzeptiert hast. Angenommen, du bist mal schüchtern in der Unterhaltung mit einer Frau, was ja jedem mal passieren kann. Ein selbstbewusster Mann kennt seine Schüchternheit und ist mit seiner Schüchternheit in Ordnung. Ein nicht so selbstbewusster Mann kann damit gar nicht umgehen. Und das wirkt dann auf die Frau gleich wieder komisch. Ja? Denn auf eine Frau wirkt es attraktiv, wenn du selbst in Ordnung mit dir selbst bist. Und du kannst nur selbst in Ordnung mit dir selbst sein, wenn du dir selbst bewusst bist. Denn sonst kennst du ja gar nicht alle Anteile von dir und hast die noch gar nicht alle beobachtet. Vielleicht gibt es Anteile in dir, die immer ab und zu mal auftauchen, die du gar nicht so richtig mitbekommst, weil du sie gar nicht so richtig erleben möchtest. Ja, zum Beispiel, wenn du dich enorm minderwertig fühlst. Zum Beispiel, weil das ist einfach eine Sache, die du gar nicht so richtig wahrnehmen möchtest, die du aber wahrnehmen müsstest, um wirkliches Selbstbewusstsein zu entwickeln, also ein Bewusstsein von dir selbst. So, jetzt habe ich dir erklärt, warum es wichtig ist oder warum es den Erfolg mit Frauen so enorm steigert, wenn du ein hohes Selbstbewusstsein hast. Das trägt übrigens außerdem dazu bei, dass du psychisch sehr gesund bist, dass du emotional sehr stabil bist und dass eben die Frau dich nicht mit jedem Wort, was sie sagt, von der Klippe stoßen kann, ja, von der imaginären Klippe. Sondern dass du einfach wie ein Fels in der Brandung stehst. Und das ist das, was die Frauen sich wünschen, ein Mann, der für sie der Fels in der Brandung sein kann. Genug geredet, kommen wir dazu, wie man Selbstbewusstsein aufbaut. Also Selbstbewusstsein aufbauen ist ein fortlaufender Prozess. Ist ja ganz klar, denn du kannst dir ja nicht auf einmal all der Dinge von dir selbst bewusst werden. Das geht natürlich nicht. Deswegen ist es ein fortlaufender Prozess. Einer der größten Dinge, die ich machen würde an der Stelle, um mehr Selbstbewusstsein zu gewinnen, ist, dass du aufhörst, viel Fernsehen zu gucken oder viel YouTube zu gucken oder dich anderweitig abzulenken. Ablenkung verhindern, dass du selbstbewusst wirst, denn wie willst du dir selbst bewusst werden, wenn du die ganze Zeit auf einen Bildschirm guckst und in etwas anderem untergehst. Ja, du guckst einen Film, du guckst eine Serie und in dem Moment beschäftigst du dich nicht mit dir selbst. Du kannst nicht selbstbewusst sein in dem Moment, wo du dich nicht auf dich selbst konzentrierst, fokussierst. Deswegen streich diese Ablenkung aus deinem Leben. Es sind tatsächlich Ablenkungen. Es sind Ablenkungen, die dafür da sind, um dich von dir selbst abzulenken, weil es dort Sachen gibt, die du vielleicht gar nicht spüren willst, mit denen du dich nicht auseinandersetzen willst in deinem eigenen Leben. Deswegen guckst du viel Fernsehen. Du willst dich von dir selbst ablenken. Natürlich bist du dann nicht selbstbewusst. Fernsehen, viel YouTube, Netflix, was auch immer, streich das. Natürlich kannst du mal eine Sendung gucken oder eine Serie, ich auch. Und ich gucke auch selbst immer noch viel zu viel. Kannst du mal machen, absolut in Ordnung, aber reduziere das auf ein Minimum, ja.
Zweite Sache, Zeit für dich alleine. Nimm dir Zeit für dich alleine. Geh raus in die Natur, geh irgendwo hin. Ich gehe gerne in die Natur. Geh zum Sport, aber selbst der Sport ist noch ein bisschen Ablenkung. Nimm dir Zeit für dich selbst. Ja? Nimm dir mal keine Musik mit, hör mal kein Audiobuch. Und so schön das auch ist, ein Audiobuch zu hören, um während du unterwegs bist, auch Informationen zu bekommen, ist ja toll. Geh mal raus und geh einfach in die Natur, sei mal mit dir alleine. Ja? Meditiere regelmäßig, habe ich schon mal drüber gesprochen. Nimm dir 10 Minuten Zeit am Tag, nimm dir am besten eine Stunde Zeit am Tag, halbe Stunde morgens, halbe Stunde abends und meditiere. Das heißt, dass du dich in dem Moment nur auf dich selbst konzentrierst, auf deine eigenen Gedanken, auf deine eigene Gefühlswelt. Ja? Setz dich damit mal auseinander. Das ist einfach ganz wichtig, um wirklich Selbstbewusstsein zu erlangen. Denn nur wenn du dir Zeit mit dir selbst gönnst, dir Zeit mit dir selbst nimmst, wo eben keine Ablenkungen da sind, und Sport zum Beispiel ist auch eine Ablenkung. Ja. Letztens mit einer Frau telefoniert, die mich auch gefragt hat, wie sie selbstbewusster werden kann. Und da habe ich ihr, oder sie war so, ja, ich nehme mir doch Zeit mit mir selbst, ich gehe zum Sport, ich treffe mich mit Freundinnen, ich, was hatte sie denn noch? Irgendwas hatte sie noch. Sie ging zum Sport, traf sich mit Freundinnen und ich meinte zu ihr, das ist nicht Zeit mit dir selbst. Zeit mit dir selbst ist Zeit mit dir alleine ohne Ablenkung. Genau, lesen. Sie hat gesagt, sie liest. Ich war so, ja, das ist ja schön, dass du liest. Ist ja eine tolle Sache zu lesen. Aber lesen ist nicht Zeit mit dir selbst, sondern lesen ist Zeit mit dem Buch. Und deswegen nimm dir regelmäßig in der Woche Zeit mit dir selbst. Und am Anfang ist das vielleicht die Hölle. Am Anfang kommen da vielleicht Gedanken oder Gefühle hoch, die du denkst dir so, geht weg. Aber das ist ganz wichtig. Das ist ganz wichtig, wenn du selbstbewusst werden willst. Und natürlich kann man mit Flirt-Tipps und Flirt-Sprüchen erfolgreich mit Frauen werden, auf kurze Sicht gesehen. Aber wenn du auf lange Sicht gesehen erfolgreich mit Frauen werden willst und auch eine tolle Beziehung führen willst, in der die Frau einfach dich vergöttert, auf dich steht und verliebt in dich ist, ja, und auch keinen anderen Mann will, dann kommst du nicht drum herum, dein Selbstbewusstsein aufzubauen, über lange Zeit gesehen. Der letzte Tipp und der letzte Punkt zum Thema Selbstbewusstsein aufbauen ist, setz dich trotzdem viel mit anderen Menschen auseinander. Ja, so sehr ich dir jetzt gesagt habe, geh weg von diesen Ablenkungen, was komplett richtig ist. Setz dich mit anderen Menschen auseinander. Geh ins Gespräch mit Frauen, geh ins Gespräch mit Freunden, denn die können dich nochmal reflektieren. Die sehen meistens Dinge, die du vielleicht gar nicht sehen möchtest, viel deutlicher als du. Und frag vor allem deine männlichen Freunde, hey, sag mal, was gibt es eigentlich für mich an Seiten, die vielleicht nicht so schön sind? Oder was sind denn Seiten, die ihr an mir zum Beispiel mögt und Seiten, die ihr nicht so mögt? Und wenn sie dir die Seiten sagen, die sie nicht mögen, dann stößt du vielleicht auf Eigenschaften von dir, die du selbst nie so wahrgenommen hast, deren du dir selbst nicht bewusst warst, Selbstbewusstsein. Und was das einfach bringt, ist, dass sie dich eventuell auf Sachen stoßen, die du verdrängt hast und die du akzeptieren solltest, um wieder vollständig zu werden, um wieder selbstbewusst zu werden. Deswegen setz dich regelmäßig mit Menschen auseinander, denn niemand spiegelt dich und deinen eigenen Bullshit besser als andere Menschen und vor allem als Frauen. Frauen spiegeln dir das wunderbar, ja? Frauen spiegeln dir das ganz großartig, denn in dem Moment, wo du einfach eine Pussy bist, wo du, keine Ahnung, nicht als richtiger Mann auftrittst, wo du rumdruckst, wo du unsicher wirst, da spiegelt dir die Frau das ganz, ganz stark, indem sie einfach angenervt von dir ist. Sie wird super angenervt von dir sein und von der Art und Weise, wie du bist und spiegelt dir in diesem Moment ganz stark deine Unsicherheit. Und dann hast du wieder die Chance, dich selbstbewusst mit dieser Unsicherheit auseinanderzusetzen. Also nochmal kurz zusammengefasst. Selbstbewusstsein bedeutet einfach, dass du dir selbstbewusst bist. Stärken, Schwächen, Gedanken, Gefühlen, wiederkehrende Gedanken und Gefühlsmustern, weil bei den meisten von uns gibt es wiederkehrende Gedanken und Gefühlsmuster. Ja? Ich zum Beispiel fühle mich oft schlecht, wenn ich mich anfange zu vergleichen, was finanzielle Dinge angeht, mit anderen Männern in meiner Umgebung, weil ich schon eine Umgebung habe, wo sehr, sehr finanziell erfolgreiche Männer, also die machen sehr, sehr viel Geld. Nicht, dass ich wenig Geld machen würde, aber die machen einfach mehr Geld als ich. Und immer wenn ich da so reinfalle, das ist so ein Gedankenmuster, dass ich manchmal reinfalle, ganz automatisch, dann fühle ich mich irgendwie schlecht, fühle ich mich gestresst, habe das Gefühl, oh, jetzt musst du auch noch mehr Geld machen. Und das ist halt persönlich gar nicht das, wo ich hin möchte, aber das muss einem erstmal bewusst sein. Da muss man erstmal Selbstbewusstsein für entwickeln. Diese Dinge musst du wahrnehmen und das schaffst du einfach, indem du dir mehr Zeit mit dir selbst gönnst. Das heißt nicht Sport machen, lesen, sondern einfach Zeit mit dir selbst, Meditation, in den Wald gehen mal, in Ruhe, spazieren gehen alleine, komplett in einem ruhigeren Bereich. Zeit mit dir selbst, Zeit, wo du dich mal mit deinen Gedanken und deinen Gefühlen noch auseinandersetzen kannst. Und ich weiß, oh mein Gott, Männer und Gefühle, bla bla bla.
Am Ende des Tages wirst du keine Frau dadurch, dass du dich mit deinen Gefühlen auseinandersetzt. Du lernst auch mit deinen Gefühlen gut und auf männliche Art und Weise umzugehen und dich nicht ständig von ihnen kontrollieren zu lassen. Dich nicht ständig von deinen Gefühlen und deinen Gedanken einnehmen zu lassen, sondern einfach bewusst zu bleiben, selbstbewusst zu bleiben. Schwieriges Thema, das ist ein super Einstieg darin. Wie gesagt, wenn du einen Plan willst, wie du selbstbewusst werden kannst, dann solltest du dir auf jeden Fall mein Gratis-E-Book in 3 Schritten jede Frau bekommen runterladen. Nicht, weil dir dieses E-Book dabei weiterhelfen kann, sondern weil du dann Teil meines Online-Coachings wirst, in dem du viel über diese Themen erfährst, in dem du noch mehr Informationen bekommst, die du jetzt hier nicht bekommen kannst. Du kannst dort unten meinen Channel abonnieren oder oben in der Ecke das letzte Video gucken, was hier auf dem Channel gepostet wurde. Schön, dass du dabei warst. Ich freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen. Bis dahin sage ich dir, ciao.